Hoje leremos a parte final do conto Ich will Eichmo, was erzähle, de Olavo Freilich. Não esqueça de conferir a primeira parte, hein? Lá vemos a história da independência do Brasil de outro ângulo e contada em unsriquiano. Aqui veremos a continuação dessa história com a chegada dos imigrantes alemães ao Brasil. Então sigamos. Ich will Eichmau was erzähle, von Olavo Freles. Zweiter Teil. Major Jorge Antonio Schäfer ist in Deutschland geboren. Nach no seinem Medizinstudium ist er in Russland gewannat als Militärdoktor. Fünf Jahre No ist ihm die Frau gestorben Dann hat er sich auf der Weg gegeben und in der Welt rumgezogen. Im April 1818 ist er in Rio de Janeiro angekommen. Gleich hat er große Freundschaft mit der Dona Leopoldina und mit der Don Juan VI. Ein Jahr später ist er norddeutschland Deutschland und gleich zurückkommt mit den halben Dutzend deutsche Familien. Dann hat der Don Juan ihm ein Geschenk gegeben, 4000 Hektar Land in Bahia. Dort wollte er große Plantage aufbauen, aber hat nichts fertig gebrummt Die deutsche Familie sind dort wohnen geblieben. Er ist noch zurück in Rio und weihre dem König des Sacker zu. Im April 1821 musste Don João VI zurück nach Portugal. Er war noch nicht in Portugal angekommen, hatte Bonifacio, teleopoltina Leopoldina und der Pedro I schon festen in Brasilien von Portugal zu trennen. Han angefangen alles zu machen, dass nichts schief gengt Das erste, was sie gesehen haben, wo das Brasilien kein Militär hat. Auf die portugiesen Soldaten, wo hiegeblieb sind, konnten sie nicht falose. Doch hat die Leopoldina major gerufen, dem einen schönen Brief abgebe, wo sie geschrieben hat was ein Papa und zu ihm gesagt, er sollte no Österreich machen und 3000 Soldaten verlangen. Das wäre genug für Brasilien gegen portugalsche Schützen noten Trennung. Der major Schäfer hat das Österreich nicht gut gang. Die Hornen nicht dicht an der Palast kommen gelusst, weil sie nicht ahnen geglaubt haben. Er musste so schnell wie möglich aus Österreich, sonst hat sie ihn ins Gefängnis gestoch. Dann is er noch Deutschland und hat sich dort bemüht, die 3000 Soldaten River. Das wäre nicht so schlimm wenn wenn's erlaubt wäre. Soldaten durften nicht nur Brasilien geschickt geben, nur Kolonisten. Der Hunger war groß in Deutschland. Weniger Leid, weniger Not. Dann sind sie auf die Idee gekommen, dass die Soldaten sich Kolonisten nennen, deren bis Brasilien. Doch die Hälfte, wo ins Schiff gegangen sind, mussten echte Kolonisten sein. Die Deutschen war schlau und haben viel Männer aus dem Gefängnis geholt und uns verkauft als Soldaten. So ist das erste Schiff voll Tagelerner in Rio ankommen, als in verschrocken. Niemand hat auf Kolonisten gewart. In Rio bleiben unmöglich. Dann haben sie die Kolonisten nach Nova Friburgo geschickt, wo schon Bauern von der Schweiz zwei Jahre gewohnt haben. Die Soldaten sind in Rio geblieben. Der major han sie gleich Orte geschickt, dass Brasilien keine Kolonisten braucht und wollt nur Soldaten. Ohne Kolonisten gibt's kein Soldaten, hat der Schäfer zurückgeschrieben. Und so ist ein Schiff noch andere ankommen mit Kolonisten und Soldaten. Bonifacio und Leopoldina haben sich zusammengesetzt und darüber gedacht, was er mit den Kolonisten machen könnten. Die Leopoldina war wütend, weil der Major Schäfer nichts Besseres gebrung hat, und hat dem Bonifacio gesagt, der soll die deutsche Bauern so weit wie möglich von Rio wegbringen. Gleich sind beide auf der Gedanke gekommen, dass Rio Grande do Sul weit genug war. So han se das gemacht. Wenn dort drüber nur Gedanken gibt, kann man verstehen, dass in St. Leopoldo nix vorbereit war, wie die Kolonisten ankommen sind. So schnell es gang hat, han die Sklave aus der Casa de Feitoria geholt und die Teiche rin gehuckt. Als Mo hat das paar monat gedauert, bis endlich ein Kolonieland abgemess war, und jede Familie neues Leben anfangen konnte. Oft hat man gehört, die Zeiten sind schlimm. Von 1824 bis 1830 sind ungefähr 6000 Deutsche nach Brasilien geschickt geblieben durch den Major-Chef. Mehr wie die Hälfte sind in Rio als Soldaten geblieben. Was ich euch erzählen wollte, ist, dass nächst 200 Jahre die Dona Leopoldina gelobt geblieben welche die deutschen Kolonisten wo no Brasilien kommen sind. Heit wees dass die der wo. Die Kolonisten sind kommt, dort ich Major Schäffer, sonst hera nicht sein Geschäft fertig gebrun, dem Kaiser 3000 Soldaten schicken. Und weil die Leopoldiner kein Kolonisten dicht in Rio Hornwald, hot heid nächst ein Drittel von der Rio Grande deutsche Schreibnormen. Aber das ist nur ein klein Stückchen von der ganzen Geschicht. Und so kommen wir uns an.